Aber wir sind im Raum natürlich viel mehr an Gästen. Als nächstes kommen einige Begrüßungen. Und er ist natürlich unsere erste Person an dieser Stelle, unser Präsident Helmut Vogel. Ja. Hallo erst einmal in diese große Runde. Schön, so viele Menschen hier im Saal zu sehen. Der Saal ist voll gefüllt. Sehr schön. Liebe Ehrengäste, mit Partnerinnen und Partnern, liebe Mitgliedsverbände, liebe Fördermitglieder, liebe Ehrengäste von nah und fern gekommene. Der Deutsche Gehörlosenbund heißt hiermit alle herzlich willkommen zum 90-jährigen Jubiläum. Es sind aus ganz Deutschland Gäste angereist, wir haben die Namen eben sehen können, aus allen 16 Bundesländern sind Menschen gekommen. Das hängt damit zusammen, dass auch gestern eine Bundesdelegiertenversammlung stattgefunden hat und deswegen waren sowieso aus jedem Land Gäste hier oder Delegierte hier und wir hatten die Versammlung für Bremen geplant. Insofern ist auch heute dieses Jubiläum hier in Bremen, beziehungsweise feiern wir das hier in Bremen. Wir haben auch Gäste aus der Schweiz zu begrüßen. Auch Politiker, beziehungsweise einen Politiker, den Menzelböck. Er ist wirklich ein großer Freund der behinderten Menschen und das möchte ich nochmal besonders betonen. Herzlich willkommen. Herr Hüttenberg, ehemaliger Bundesbehindertenbeauftragter, das war von 1909 bis 2013. Und nach den Wahlen, nach den kürzlichen Wahlen, hoffen wir mal, dass wir da auch weiterhin im guten Kontakt bleiben können. Wir haben auch andere Politiker eingeladen, die aber leider nicht teilnehmen können. Der Deutsche Gehörlosenbund wurde gegründet im Jahr 1917, am 1927, und zwar als Reichsverband der Gehörlosen Deutschlands. So war der damalige Name. Nach dem Krieg im Jahr 1950 gab es die Wiedergründung und damit auch die Namensänderung zum Deutschen Gehörlosenbund. Insgesamt können wir da auch 90 Jahre zurückblicken. Und jetzt ja, können wir auch nochmal schauen, was bedeutet das, was bedeutet es, auf die 90 Jahre zu schauen. Also drei Stichworte würde ich da gerne nennen. Zum einen Zusammenhalt, wie man hier auch sehen kann. Engagement als zweiten großen Begriff würde ich da nennen. Und auch Verantwortung. Ich sag mal, die stecken alle drei in der 90-jährigen Geschichte des Deutschen Gehörlosenbundes sehr stark. Sie ist geprägt vom Ehrenamt. Also innerhalb dieser 90 Jahre gab es so viele Menschen, die ehrenamtlich für den Verband gearbeitet haben und sich engagiert haben für die Interessen der Gebärdensprachgemeinschaft. Es werden gleich noch weitere Grußworte gehalten und wir werden dann nochmal einen Film, beziehungsweise es ist kein Film, sondern praktisch eine Diashow sehen. Die dauert 11 Minuten und die zeigt Bilder aus der Geschichte von 1927 bis heute. Wir konnten natürlich nicht alle Bilder, die da existieren, zeigen, sondern wir haben bestimmte herausgesucht aus verschiedenen zeitlichen Abschnitten. Und man sieht da auch die Veränderungen, man sieht verschiedene Aufgaben, die wir wahrgenommen haben. Und ich denke, man kann sich durch die Präsentation gut hineinfühlen, wie die Arbeit in den vergangenen 90 Jahren ausgesehen hat. Es gab natürlich auch eine Trennung Deutschlands 40 Jahre lang. Und vielleicht können wir dann, wenn wir das 100-jährige Jubiläum haben, wirklich nochmal diese beiden Geschichten von Ost und West auch zusammenbringen, dass wir uns dann wirklich gut kennengelernt haben, die Geschichte aus den Bereichen Ost und West und auch da einen guten Zusammenhalt erfahren können.
Ich möchte vorausschicken, es wird heute auch noch die Kerl-Wacker-Medaille vergeben an drei Menschen. Das ist eine besondere Auszeichnung des Deutschen Gehörlosenbundes. Und zwar wird diese Plakette vergeben für die überregionale Arbeit. Das verrate ich jetzt noch nicht, wer sie bekommen wird. Das werden wir dann sehen. Im Anschluss wird es dann noch Gratulationsreden geben oder geben können. Auch Gäste, die hier im Raum sitzen und sich überlegen, eine Gratulation halten zu wollen, können das gerne tun. Ansonsten wünsche ich einen genussvollen Abend mit vielen Erinnerungen und auch Gebärdensprachpoesie und hoffe, ja, dass sich alle wohlfühlen. Ja. Dankeschön. Ja, das erste Grußwort haben wir gesehen, eine schöne Zusammenfassung der Geschichte des Deutschen Gehörlosenbundes. Unser zweiter Redner, Uli Hase, ist auch eine sehr große Persönlichkeit, eine berühmte Persönlichkeit im Deutschen Gehörlosenbund. Ich vergaß zu erwähnen. Hallo. Für mich ist es sehr emotional, dass man hier ganz, ganz viele aus der Gehörlosenwelt wieder sieht, überall Leute begrüßt. Eigentlich braucht man viel mehr Zeit, um sich mit allen zu unterhalten, und ich bin sehr wohl und dankbar, dass ich eingeladen worden bin. Achso, ich muss ein bisschen zurückgehen, okay. Wegen des Lichtes. Also ich bin zu spät gekommen wegen eines Unfalls auf der Autobahn, wo wir dahinter standen und gewartet haben über eine Stunde, anderthalb Stunden, haben SMS geschickt und haben gehofft, dass wir noch glücklich ankommen, aber es hat geklappt und ich bin ganz erleichtert. Eben, Helmut, du hast gesagt, die lange Zeit, die Geschichte, die zurückliegt, die bewegende Geschichte in Deutschland, 90 Jahre besteht der Verband mit Unterbrechung in der Nazizeit. Und das bedeutet aber, Gehörlose waren immer eine starke Gemeinschaft. Gehörlose brauchen die Unterstützung von anderen Gehörlosen. Sonst wäre es so über die ganze Zeit nicht gegangen. Die Solidarität, der Zusammenhalt ist ganz wichtig. Und wir haben natürlich auch viel Diskriminierung erfahren in der Zeit. Viel Bevormundung musste man erfahren. Und in den 80er Jahren hat man viel von Hörenden die Bevormundung gehabt. Bis in die 80er Jahre hinein. Und das war eben auch die Zeit, wo wir mit Käthe George, Gerlinde Gertens und vielen anderen zusammengearbeitet haben. Ich bin sehr froh über die Zeit. Ihr erinnert euch ja sicherlich auch an die Zeit damals, wo man dann geguckt hat, die Hörenden so ein bisschen auf die Seite zu kriegen. Das war auch nicht so einfach, aber es hat gut geklappt dann. Aber es hat auch sehr viel mit der Geschichte zu tun über Gebärdensprache. Diskriminierung. Und dann einige Jahre später gab es endlich einen Wandel. Das heißt, es war auch viel Zeit des Leidens für die Gehörlosen in der Vergangenheit. Wir waren immer froh, dass wir zusammengehalten haben und uns zusammen waren, aber manchmal hat man sich geschämt, wenn Gebärdensprache sichtbar war. Und heute, also wie gesagt, seit den 80er Jahren bis heute, hat sich sehr viel verändert. Wir haben unseren Weg gemacht, einen neuen Weg. Empowerment ist dabei, Selbstbestimmung, Inklusion, Anerkennung der Gebärdensprache, viele neue Begrifflichkeiten auch, die dabei sind. Und auch zum Teil sind die Gesetze viel verbessert worden, die Teilhabe. Das ist super. Im privaten Bereich ist bis heute aber immer noch ein großes Problem, eine große Lücke, was das Thema Dolmetschen angeht zum Beispiel und Inklusion. Die Gesellschaft ist offen für uns, wir können vieles machen. Und das heißt aber eigentlich, die Hörenden müssen auch Gebärdensprache können. Das wäre Inklusion richtig umgesetzt.
denn sonst ist meine Welt recht klein. Wenn man sagt, du musst dann in die höhere Welt, du darfst nicht zurück. Und wir sagen, Inklusion ist prima, aber es ist zum Teil eine falsch verstandene Inklusion. Das ist auch eine Gefahr für uns. Das bedeutet also, wir haben viel zu tun, wir haben viel erreicht, aber trotzdem haben wir noch viel zu tun. Bundesteilhabegesetz ist ein Punkt, die UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen. Es gibt so viele Worte, viele schöne Sachen, über die ich mich freue. Und beim Teilhabegesetz ist es so, dass dort auch eine Tür aufgegangen ist für Kostenübernahmen von Gebärdensprachdolmetschern zum Beispiel, aber hundertprozentig ist das alles noch nicht. Es sind auch viele Fragezeichen in verschiedenen Bereichen. Und von der Deutschen Gesellschaft freue ich mich auch sehr, dass der Deutsche Gehörlosenbund, dass du dich nicht verhältst wie ein 90 Jahre alter Mann, Herr Vogel. Also du bist total aktiv. Das heißt also, wir brauchen auch einen starken Partner für die Zukunft. Und es ist viel besser, wir haben noch einige Baustellen, das ist so, da haben wir noch viel zu tun, aber heute wollen wir feiern den Geburtstag und danach können wir dann wieder weiterarbeiten. Und ich bin auch froh, dass Herr Lücke auch da ist, der auch viel uns geholfen hat beim Aufbau und wo man im Austausch ist, wo wir auch weiter miteinander Gespräche führen werden. Ich bin sehr froh und viel. Ja, es war schön zu sehen, was uns Herr Hahn erzählt hat. Die dritte Person, die ein Grußwort halten wird, ist nicht aus Deutschland, sondern vom Schweizerischen Gehörlosenbund. Und zwar ist das Tatjana Bingenig. Entschuldigung, Dr. Tatjana Bingenig. Unsere zweite Doktorin. Hallo in den Saal. Ich möchte gerne Herrn Vogel auf die Bühne bitten. Wir haben hier den Präsidenten des Deutschen Gehörlosenbundes und ich sage Hut ab ihm gegenüber und auch allen Gästen, dass dieses Jubiläum gefeiert werden kann und der Schweizerische Gehörlosenbund möchte gerne mitfeiern. 90-jähriges Jubiläum heißt, eine lange Geschichte zu zeigen, eine reiche Geschichte mit vielen Ereignissen, vielen Personen, die beteiligt waren. Es waren Personen, die gekämpft haben, gelernt haben, gearbeitet haben. Und das Thema, was uns alle bewegt, das ist in Deutschland genauso wie in der Schweiz. Die soziale Gemeinschaft, dass wir immer miteinander uns austauschen und kämpfen, das sehen wir in der Schweiz genauso, Empowerment, das gibt es dort wie hier. Und von der Schweiz aus ein großes, herzliche Gratulation für diese erfolgreiche Geschichte und auch für die Zukunft, alles Gute. Dafür stehe ich an dieser Stelle, dieses Grußwort. Wir haben ein kleines Geschenk mitgebracht zum Schweizerischen Gehörlosenbund. Hier ein Text und dieses hier, ein Scheck. Oh, wow. Vom Schweizerischen Gehörlosenbund bekommen wir hier den Scheck mit einem Wert von 700 Euro. Also das heißt, dass der Schweizerische Gehörlosenbund auch ein guter Partner für uns ist. Herzlichen Dank.
Ich wünsche allen einen schönen Abend und freue mich auch, hier viele Menschen kennenzulernen und alte Bekannte wiederzusehen. Wow, ich glaube, das war eine große Überraschung, diesen Scheck zu erhalten. Vielen Dank. Es kommt jetzt jemand aus einem anderen Nachbarland. Wer könnte das sein? Österreich. Helene Jama kann leider heute nicht dabei sein. Sie kann nicht persönlich hier sein. Aber durch die moderne Technik können wir auch ihr Grußwort zeigen. Sie wird hier per Gebärdenvideo zu sehen sein. Der Deutsche Gehörlosenbund hat schon das 90-jährige Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Und der österreichischen Gebärdensprache sind wir gerade etwas verunsichert. Also wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, die wir in den letzten Jahren hatten und auch weiter haben. Und das Ziel ist weiter, dass wir für eine Gleichberechtigung kämpfen, gleiche Arbeitsbedingungen und Ähnliches. Und die Zusammenarbeit, der Zusammenhalt ist wichtig und ich möchte auch bekannt geben, dass man eben auch viel macht gegen Diskriminierung und ähnliche Dinge, dass wir eben alle zusammenhalten und Verantwortung zeigen und gemeinsam sind wir stark. Das ist unser Ziel, wie es im Fußball auch das Motto ist. Und wow, wir haben gesehen, das ist wirklich österreichisch, Gebärdensprache sehr, sehr schnell. Also ich musste wirklich gut zugucken, habe immer auf den Mund geschaut, um etwas absehen zu können. Also es ist wirklich eine andere Sprache, obwohl es ja im Deutschen in der Lautsprache sehr ähnlich ist. Und jetzt haben wir nochmal ein weiteres Grußwort, und zwar von Karl-Heinz Kunze. Vom Förderverein der... Sehr geehrter Herr Präsident Helmut Vogel, sehr geehrte Damen und Herren, werte Mitstreiter, gestatten Sie mir im Namen des Vorstands des Fördervereins der neuen Bundesländer aus dem Anlass der 90-Jahr-Feier des Jubiläums vom Deutschen Gehörlosenbund, die am 21. Oktober 2017 in Bremen zu gratulieren und die besten Wünsche für die weitere erfolgreiche Arbeit der gehörlosen Bewegung zu übermitteln. Bin ich zu verstehen? Ja, super, danke. Ich erinnere mich gerne zurück an die Veranstaltung zum 75. Jubiläum in Erfurt, in Thüringen, wo mir damals der erste Präsident des DGB, der Gehörlosenbewegung, auf deutschem Boden, das war die Powerfrau Gerlinde Gerkens, das vergesse ich nie. Die damals an der Spitze des DGB war und stand. Wir haben einen sehr guten Kontakt gehabt und dafür möchte ich nochmal Danke sagen. Und sie hat viel Erfolg gehabt für die Gehörlosenbewegung. Und wurde auch mit der Samuel-Heinicke-Medaille geehrt. Er hat die erste Tauchschulschule in Leipzig gegründet und sie hat die Medaille damals auch erhalten. Und deswegen möchte ich heute nochmal besonders Danke sagen und alles Gute und wirklich eine Powerfrau hier in der Gärtner.
Ich bin auch wegen dir, Helmut, gekommen. Entschuldigung, nicht böse sein, aber auch hauptsächlich auf Gelinde Gerges wieder zu treffen. Also ich wünsche dir auch nochmal beste Gesundheit, alles Gute. Und jetzt mache ich weiter mit Helmut Vogel und dem DGB. Wir freuen uns, dass wir dem jetzigen Präsidenten des DGB, Helmut Vogel, ehren können, habe ich ihm falsch gebärdet. Also er ist ein ehrlicher, konstruktiver Mensch, den wir hier gefunden haben. Und eine interessante Zusammenarbeit in der größeren Bewegung in Ost und West. Und es ist viel Positives erreicht worden. Und Herr Vogel hat an vielen Veranstaltungen vom Förderverein teilgenommen. Das hat uns sehr gefreut. Und wir möchten, dass die Mitglieder bei uns auch nicht verloren gehen. Wir machen uns alle viel Gedanken. Und er ist ein Mensch, mit dem man auch gut Dinge ansprechen kann. Ein guter Ansprechpartner für uns. Und wir sind sicher, dass wir es mit Helmut Vogel weiter schaffen können. Und ich muss sagen, Hut ab. Also er weiß auch, wie es machbar ist, und er ist sehr verständnisvoll für uns auch. Er unterstützt uns sehr viel. Und auch der gegenseitige Austausch ist vorhanden. Ich hoffe, ich bin nicht zu lang. Zum Abschluss möchte ich den Präsidenten und Historiker, ist er auch, eine Dokumentation überreichen. Vielleicht fehlt hier einiges in der Präsentation, aber in dem Buch ist wahrscheinlich alles da. Die kulturelle Entwicklung in Ostdeutschland. Und heute habe ich extra ein Buch für dich mitgebracht. Das möchte ich gerne überreichen. Und ich sage dir heute, und wir laden dich schon zum nächsten Treffen in 2019 sehr herzlich ein zu uns. Und jetzt erhältst du das Buch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Da steht alles drin von der Gehörnungsbewegung. Alles dokumentiert und hier zusammengefasst. Jetzt ist mein Koffer leichter. Also ich möchte jetzt nochmal allen fünf Rednern, die Grußworte gehalten haben, applaudieren und würde mich von den allen mitmachen und ein großes Applaus hier zeigen. Also schön war das.